Lazarus aus Bethanien war krank geworden. Aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Maria und ihre Schwester und Lazarus. Aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an demselben Ort. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir gehen nach Judäa zurück. Rabbi, kürzlich erst hätten dich die Leute dort beinahe gesteinigt. Jetzt willst du wieder dahin? Der Tag hat 12 Stunden. Wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das Tageslicht sieht. Lauft ihr aber in der Nacht umher, so stolpert ihr, weil das Licht nicht mehr bei euch ist. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Ich werde hingehen, ihn aufwecken. Wenn er schläft, Herr, geht's ihm bald besser. Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede nur vom Schlaf. Da sagte Jesus ihnen ganz offen: Lazarus ist tot. Und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Gehen wir zu ihm. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern: Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf. Aber Maria blieb im Haus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, am letzten Tag wird er auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird den Tod nicht kennen. Glaubst du mir das? Ja, Herr. Ich glaube, du bist der versprochene Retter. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück und nahm sie beiseite. Unser Lehrer ist hier. Er will dich sehen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam, warf sie sich vor ihm nieder. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Es rührte ihn ans Herz. Er war tief bewegt.
Wo habt ihr ihn ins Grab gelegt? Komm und sieh, Herr. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Noch immer tief bewegt ging er zum Grab. Es war eine Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. Nehmt den Stein weg. Aber bedenkt, Herr, der Geruch. Er liegt bereits 4 Tage im Grab. Sagte ich dir nicht, du würdest Gottes Herrlichkeit sehen, wenn du nur glaubst. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf. Ich danke dir, Vater, du hast mich erhört. So wie du immer meine Bitten erfüllst. Aber ich spreche es aus wegen der Menschen, die hier stehen. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut: Lazarus! Komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Viele Leute aus der Stadt, die zu Maria gekommen waren und alles miterlebt hatten, kamen zum Glauben an Jesus. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Maria aber nahm reines, kostbares Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte: Warum dieses Öl nicht verkaufen? Für 300 Silberstücke, hä? Und das Geld verteilen an die Armen. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Lass sie in Ruhe. Dies Öl bewahrt sie für mein Begräbnis auf. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte:
Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraust, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast. Und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schriften erfüllt. Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies, solange ich noch bei ihnen bin, damit meine Freude ihnen zuteil wird in ganzer Fülle. Ich gab dein Wort an sie weiter und die Welt hasst sie, denn sie gehören nicht zur Welt, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. So wie ich nicht zu dieser Welt gehöre, gehören auch sie nicht zu ihr. Weihe sie zu deinem Dienst durch die Wirklichkeit. Dein Wort ist Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns sein. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso liebst wie mich. Vater, du gabst sie mir. Und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gabst, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt entstand. Du bist gerecht, Vater. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen. Und ich werde in ihnen leben. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidronbach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten, und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein.